So, hallo und herzlich willkommen wieder bei KJ Games. Gerade ist die Microsoft Pressekonferenz von der E3 zu Ende gegangen. Ja, das ging gute 1,5 Stunden. Die haben ein bisschen später angefangen. Aber auf jeden Fall im Hintergrund seht ihr jetzt ein wahrscheinlich Battlefield 3 Gameplay. Und ja, ich werde euch jetzt alle Informationen geben, die relevant sind, die wichtig waren und auch noch sind von der Pressekonferenz aus Los Angeles. Also, als erstes ging es los mit Metal Gear Solid 5. Da wurde ein Trailer gezeigt, direkt am Anfang vor, sozusagen zu Beginn, bevor überhaupt Leute auf der Bühne waren. Und ja, wird für die Xbox One erscheinen. Dann, ja, noch was zur Xbox 360, nämlich, die wird ein neues Modell bekommen. Also, es gibt ja jetzt die normale, die große Xbox 360, die Slim und jetzt kommt noch die Small Edition. Die ist, also Kinect und Controller sind gleich geblieben, aber die Konsole ist ist mehr in Richtung Xbox One gekommen. Also von der Slim wieder zu etwas dickeren Xbox. Auf jeden Fall schneller soll sie nicht sein und auch nichts Neues oder Besseres haben. Also von dem her, ja, wer noch keine hat, der wird sich wahrscheinlich dann die nicht kaufen, auch nicht, weil ich frage mich, warum die überhaupt eine neue rausbringen. Das lohnt sich doch eigentlich gar nicht mehr. Denn die Konsole, ja, wer hätte es gedacht, kommt noch dieses Jahr. Habt ihr wahrscheinlich auch im Titel schon gelesen, nämlich November 2013, nämlich in den USA für $499 und in Europa für 499 Euro. Ja, was da jetzt alles genau dabei sein wird, ob es ein günstigeres Paket geben wird, ist noch nicht klar. Wird vielleicht noch gesagt, aber auf jeden Fall kommt sie dieses Jahr. Und ja, da muss man halt mal gucken, ob sich das überhaupt noch lohnt. Sich da, weil nämlich die Slim kriegt man, glaube ich, mittlerweile in der 4 GB-Version für zwischen 100 und 150 Euro. Ob man sich dann wieder für 250 Euro oder vielleicht sogar 300 eine neue die neue Version davon kaufen muss, auch wenn dann schon im Winter oder im Ende Herbst die neue rauskommt. Naja. Ich weiß nicht, ob sich da Microsoft wirklich was dabei gedacht hat oder ob die einfach nochmal versuchen, Geld damit zu machen. Mal schauen. Dann gab es aber auch noch was zu Xbox Live zu sagen, nämlich alle Goldmitglieder werden, ich weiß nicht genau, ab wann das startet, aber es wurde gesagt, wie auch bei PlayStation Plus, jeden Monat 2 Spiele kostenlos bekommen. Und die ersten werden sein Assassin's Creed 2 und Halo 3. Cooles Ding, finde ich klasse von Microsoft, denn Live ist, naja, nicht gerade so billig. Also, wobei man sagen muss, PlayStation Plus ist teurer, aber ja, da kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Microsoft Points wegen teuer und billig. Die werden bei der Xbox One abgeschafft, beziehungsweise ich schätze, die werden umgerechnet werden, nämlich in echtes Geld. Und man wird auch nur noch mit echtem Geld bezahlen können. Das finde ich schade, weil man hat sich durch verschiedene Händler auch immer wieder mal Microsoft Points günstiger holen können und dadurch auch ein bisschen Geld sparen können. Und jetzt wird halt alles so Microsoft bestimmt den Preis Sache hingetrieben und das finde ich nicht so toll. Dann große Überraschung, nämlich World of Tanks kommt für die Xbox 360, ja. Also dieses Multiplayer, Free-to-Play Multiplayer Game auf dem PC kommt auf die 360. Man weiß noch nicht, ob es jetzt genau wie das ist. Braucht man eine Goldmitgliedschaft oder nicht? Das wird sich noch zeigen. Aber auf jeden Fall werden 15 Spieler auf jeder Seite gegeneinander spielen können. Dann noch was zur Xbox One, denn die lässt sich anscheinend auch, also diese Xbox Live-Oberfläche lässt sich über das Smart Glass steuern und dann kann man da ein paar Zusatzfeature bekommen. Also ja, wer es braucht, ist nicht so mein Ding. Dann wurde auch noch, wie auch schon vorher bekannt war, so halb durch zum Beispiel Plakate in LA oder so, dass Dark Souls 2 kommen wird. Da wurde ein Trailer gezeigt. Ja, bekanntes, tolle Grafik, nichts weiter Besonderes. Großartig, fand ich. Dann eine große Überraschung, denn es gab den ersten Trailer zu Rise. Ja, das neue Spiel von Crytek. Da gab es neue Ingame-Szenen, die live gespielt wurden. Am Anfang wusste man nicht, ob mal live gespielt wurde, weil es nicht so ganz sichtbar war. Aber die wurden live gespielt und komischerweise mit einem Controller, obwohl es hieß, dass es ja ein Kinect-Titel wird.
Und ja, es sieht ganz cool aus, mit coolen Animationen. Das Problem ist bloß, dass da sehr, sehr viele Quicktime-Events drin waren und deswegen mal schauen, wie das Spiel wird. Auf jeden Fall wird es ein Launch-Titel, ein exklusiver Launch-Titel für die Xbox One. Dann, da werden sich viele Leute drauf freuen, Killer Instinct wird für die Xbox One veröffentlicht. Wann ist noch nicht genau bekannt, aber die haben dann einen Fight live vorge... oder halt einen Fight ausgetragen live. Und dann im Nachhinein haben die gesagt, ja, sie haben das jetzt aufgenommen mit dem Share-Button. Und das kann man, das haben die dann auf Xbox Live hochgeladen. Also man kann Sachen aufnehmen. Ist natürlich die Frage, ob es unlimitiert ist oder limitiert. Ich schätze, es ist limitiert. Und das Ganze wird einfach aufgenommen. Dann kann man es schneiden, wie man will. Und auch noch so ein paar Bilder hinzufügen von seinem Avatar und Gamertag und sowas. Und dann kann man das Ganze auf Xbox Live hochladen und teilen. Naja, die Frage ist, ob sich das lohnen würde. Vielleicht, wahrscheinlich kann man es auch auf YouTube hochladen. Da wäre es schon eher interessant. Aber es wird für viele Let's Player oder Gamer nicht so unbedingt, oder halt Gamer, die ihre Spiele aufzeichnen möchten, nicht unbedingt so interessant. Ja, auf jeden Fall haben die dann des Weiteren noch gezeigt, dass man auch streamen kann. Direkt mit Twitch kann man streamen, sein Xbox Live-Spiel. Wahrscheinlich kann man auch noch dann an die Xbox, weil die hat ja einen HDMI-Eingang, auch ein Mikrofon anschließen und so. Und dann kann man live drauf sprechen. Ja, dann gleich noch ein nächster Titel, der sehr abgefahren war, nämlich Sunset Overdrive. Ja, das ist, ich weiß nicht, ob es ein Indie-Game, Arcade-Game wird oder ein richtiger Vollpreistitel. Schaut auf jeden Fall cool aus. Da war so ein Typ, so auf, das war eher so, ja, Skaterboy-mäßig, so ein bisschen abgedreht. Und der hat dann, ist so total freaky durch die durch so eine kleine Stadt irgendwie an einem Seil runtergerutscht und gesprungen und also parkourmäßig ein bisschen. Und hat dann unten ein Monster abgeknallt, so, keine Ahnung, so hautfarbene, dicke Monster irgendwie. Ja, hat auf jeden Fall cool ausgesehen. Wird auf jeden Fall, oder ich denke, es wird ein cooles Spiel. Muss man sich auf jeden Fall mal anschauen. Ja, dann ein großer Titel für Microsoft, nämlich Forza 5. Ja, da wurden erste Ingame-Szenen gezeigt und die sahen, wie auch zu erwarten, sehr beeindruckend aus. Und ja, es gibt einen, es soll einen Driver-Tar geben, also einen Avatar für die Rennwelt, der in der Cloud gespeichert wird. Und ja, mal schauen, was da sich so daraus ergeben wird. Ja, und es wurde ein erster Ingame-Trailer nochmal, also es wurde live vorgespielt, oder, naja, nicht live vorgespielt, es wurde Ingame-Szenen gezeigt so. Und dann gab es noch einen, so einen richtigen offiziellen Trailer. Ja, dann sehr interessant für viele, Quantum Break. Ja, das neue Spiel für den Xbox One. Und da wurde ein erster Trailer gezeigt mit coolen Effekten. Also da ging es darum, dass so eine Explosion ist. Und alles so eine Explosion und da fliegt so eine Frau gerade weg von der Explosion und das war so total in eingefroren. Und dann plötzlich kamen da so zwei, ein Mann und eine Frau in den Raum rein. Und laufen da, schieben so Sachen, die in der Luft gerade schweben, weg und nehmen dann die, und der Typ, der nimmt dann die Frau raus und rettet die sozusagen vor der Explosion. Aber irgendwie, anscheinend ist das nur zeitweise, nur kurze Zeit eingefroren und dann plötzlich merken sie, dass sich alles wieder, dass alles wieder langsam schneller wird und dann rennen die weg und boah, voll die fette Explosion. Auf jeden Fall richtig, richtig geil gemacht und auf jeden Fall, das Spiel wird richtig geil. Muss man auf jeden Fall im Auge behalten. Ja, dann gab es noch Project Spark. Ja, das ist so ein... da kann man Welten erschaffen. So entweder mit dem Controller oder auch mit dem Smart Glass. Mit dem Smart Glass geht es leichter, weil man da halt per Touchscreen alles machen kann. Und das Ganze lässt sich dann steuern, entweder über das Smart Glass, Controller oder mit Spracheingabe. Ja, da wurden erste Ingame-Szenen gezeigt, die eine Mischung zwischen Skylanders und Little Planet irgendwie so ein bisschen ausgesehen haben und das Ganze wird erscheinen für Xbox One und Windows 8. Ja, dann gab es noch was zur Xbox Live-Mitgliedschaft zu sagen, nämlich, wenn man einmal auf einem Account auf der Konsole Xbox Live hat, also Gold-Mitgliedschaft, dann wird es automatisch auf alle Accounts, die auch noch auf der Konsole sind, übertragen. Das finde ich nicht schlecht, das ist eine coole Sache für Familien, dann hat jeder seinen eigenen Account und alle haben Xbox Live.
Ja, dann gab es noch zu Crimson Dragon einen Trailer zu sehen. Also, ja. Bloß das Problem war, er war ohne Ton. Ja, dann wurde ein ganz cooles Ding angekündigt, nämlich Dead Rising 3. Ja, das Ganze wird ein Open-World-Game und da wurden erste Ingame-Szenen gezeigt, die gespielt wurden. Zwar nicht live, aber immerhin. Und das Ganze hat gespielt in einer amerikanischen Vorstadt mit Riesenhorden von Zombies. Richtig, richtig geil. Und man kann so gut wie alle Waffen, also man kann wieder vieles verwenden als Waffe und man kann aber auch Waffen modifizieren mit so gut wie allem, was man findet. Und das ist eine echt coole Sache. Und man kann mit Fahrzeugen herumfahren. Und was auch noch cool ist, dass die Zombies, die werden nicht auf der eigenen Konsole berechnet, sondern in der Cloud. Und ja, das Ganze kann auch über Smart Glass, können Zusatzfunktionen mit eingebracht werden. Auf jeden Fall cooles Ding. Ja, dann gab es einen ersten Trailer zu Witcher 3. Sieht natürlich wieder Bombe aus und es gab hier riesen Jubel und alles richtig cool. Ja, dann machen wir gleich mal weiter, nämlich mit Battlefield 4. Ja, da wurde ein groß angepriesen, ungeschnittener Trailer gezeigt. Also ein Gameplay-Trailer, wo die so auf einem Flugzeugträger sind und sich dort durchkämpfen müssen. Und die konnten, also es war wieder Singleplayer leider. Also so richtig fett inszeniert, man konnte mit der Umgebung agieren. Dann ging es noch weiter ins Wasser und die Wassereffekte, also wunderschön, richtig geiles Wasser. Und ja, dann haben sie noch gesagt, das erste DLC wird exklusiv, auf jeden Fall zeitexklusiv für Xbox One kommen. Ja, dann eine Überraschung. Naja, viele haben sich schon gedacht, dass es kommt. Nämlich ein neues Halo wurde angekündigt. Nämlich für 2014. Und das Ganze wird wieder entwickelt von 343 Industries. Also wird es wahrscheinlich ein Halo 5 werden. Vermute ich mal. Ja, und zu guter Letzt wurde dann noch was gezeigt. Nämlich Titanfall. Ja, ein Riesending. Also ein Riesenspiel. Mit Max und allerhand Robotern und allem drum und dran. Sieht ein bisschen Call of Duty ähnlich vom Gameplay her. Schaut aber ganz cool aus, weil es auch so noch mit Parkour verbunden ist. Und ja, da wurde ein erster Trailer gezeigt, plus dann noch zusätzlich ein Ingame-Szenen, die gespielt haben. Und ja, das Ganze erscheint Frühling 2014. So, das war's jetzt eigentlich mit den Informationen zur Microsoft Pressekonferenz aus Los Angeles. Ja, ich schau mal, vielleicht hat die Electronic Arts Pressekonferenz noch ein bisschen was Interessantes. Wenn nicht, dann werde ich das morgen alles in einem Video packen mit Ubisoft zusammen. Das ist nämlich, also wenn ihr gucken wollt, 22 Uhr EA, 0 Uhr Ubisoft und um 3 Uhr nachts ist Sony. Sony muss ich gucken, ob ich es mir anschaue oder ob ich morgen dann eine Zusammenfassung von allem mache. Und ja, morgen ist auch noch Nintendo PK. Wenn es euch interessiert, schaut es euch an. Ich werde darüber berichten. Und ja, auch die ganze E3 über werde ich Informationen mit euch teilen und euch darüber erzählen, was alles geschehen ist. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Abo da und schaut auf den Kanälen vorbei. Vielleicht interessiert euch auch da noch was. Ja, bis zum nächsten Mal und immer schön weiterzocken.